Zusammen. Es ist wieder ein wenig her, seit die Mitglieder der Porter aus Six Gang zum Dinner mit Jimmy Delane geladen waren. Ihren Boss Tyler Banks hatten sie nicht rechtzeitig auftreiben können und auch heute noch bleibt er spurlos verschwunden. Da seine Leiche bislang noch nicht aufgetaucht ist, besteht allerdings noch Hoffnung, wenngleich alle verfügbaren Spuren in Sackgassen endeten. Auf Jimmys Geheiß fungiert Francesco nun als Interimsboss, eine Entscheidung, die die ehemalige Nummer 2, Luigi Perinelli, nicht mit Freude aufgenommen hat. In über einem Monat, im Mai des Jahres 1929, steht das große Treffen der Syndikate in Atlantic City an, zu dem auch die Führung der Porterhouse Six Gang geladen ist. Doch bis dahin müssen Francesco, Falcone und Jacopo sowie ihre Handlanger den Laden in Chicago einigermaßen unter Kontrolle halten. Mein Name ist Michael und meine Mitspieler sind heute Thomas. Hallo. Dominik. Hallo. Und Thomas. Servus. Wir haben immer noch keinen Tyler. Wir haben immer noch keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Und das Einzige, was wir noch nicht näher untersucht haben, ist die Geschichte mit dem Löwen und den Ratten am Valentinstag-Massaker. Ja, dann viel Spaß. Ich habe ein Date. Okay, dann tschüss. Apropos zu deinem Intro, Michael. Mhm. Pastagan ist immer noch die Nummer 2. Nominell zumindest. Ja, du hast die Hackordnung ja nicht neu festgelegt, das ist wohl wahr. Genau. So nicht nett von dir. Mhm. Welchen Tag haben wir heute? Irgendein schöner Tag im April des Jahres 1929. Da du ein Date hast, würde ich mal vorschlagen... Ich hab's am Sonntag, deswegen. Genau. So viel zu tun und keine Ahnung was. Also ist heute noch nicht Sonntag. Samstagabend, okay? Okay. Gut. Der Samstagabend. Was ist, wenn wir mal... Ich meine, ganz plump, simpel, die Lagerhalle oder ein Parkhaus, in dem dieses Massaker passiert ist, dort mal ansetzen und einfach nochmal hinfahren und schauen, ob wir dort irgendwelche Spuren finden. Ich meine, es ist schon sehr lang her, es ist schon 2 Monate her oder so, ne? Was weißt du über das Massaker? War das gerade eine Ingame-Idee? Dennis Falcone jetzt sehr erstaunt. Ja, nee, der Junge hat recht. Vielleicht habe ich aber meinen hellen Moment, meine guten 10 Minuten. Ja, nee, fangen wir auch damit an. Es ist in-game ja wirklich erst ein paar Tage her, oder? Und es war im Februar. Stimmt, das haben wir zwischendurch die ganze Zeit gemacht. Party! Den Laden geschmissen, ne? Und den Boss gesucht. Die Uni aufgerieben. Ja, das war ja alles innerhalb weniger Tage, seit Tyler verschwunden ist. Aber davor war offenbar lange Zeit. Bevor wir hier rumsitzen und nichts tun, können wir auch durch die Gegend fahren und uns das angucken. Nochmal. Ich mag Gott davon. Ist das ein bestimmtes Ganggebiet da oben? Ja. Das ist Bereich der Northside Gang. Waren das die Iren oder? Ja, das waren die Iren. Waren bei denen zu Hause quasi. Es wäre wohl nicht so toll, wenn wir einfach so ein Irengebiet fahren. Was wissen wir denn noch über die Gegend da oben, wo die Iren ihre Quartiere haben oder sowas? Stammkneipen, Mitglieder, Lebende. Ich denke, dass ihr die Verstecke und so weiter der Iren sicherlich nicht kennt. Nee, Verstecke nicht, aber vielleicht wirklich so irgendwie der Club oder wo sie sich treffen vielleicht mal. Überall, wo irgendwelche Kleeblätter sind. Wir können nicht einfach den erstbesten Iren von der Straße wegholen. Klingt schon. Aber was wir auf jeden Fall wissen sollten, ist, wie gefährlich es ist, in ein Ganggebiet einer anderen Gang reinzufahren. Sehr gefährlich. Ist das wirklich so, dass man sich da nicht blicken lassen darf? Vor allem nicht wir. Die Nummer 1, die Nummer 3 und die noch nicht bekannte Nummer der... Ich bin hoffentlich vor... Wer sind die 2 anderen Handlanger? Wolf und Wolf? Leonardo und Daniel. Also vor denen bin ich schon. Darauf können wir uns einigen. Ich weiß nicht. Weißt du, wenn du zu weit vorne in der Rangfolge bist, könntest du irgendwann Boss werden und das ist dann wieder gefährlich. Du hast deinen Wert noch nicht bewiesen. Ja, ihr habt doch noch nicht die richtigen Situationen geschaffen, damit ich meine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann. Nee, deswegen wollen wir jetzt ans feindliche Gänglegebiet. Genau. Wir fahren irgendwie mal auf halbem Weg hin. Können wir uns irgendwie falsche Schnurrbärte kaufen? Klauen uns ein unauffälliges Auto. Was? Tun wir das? Ich will nicht mit meinem Auto da in die Northside fahren.
Das könnte inzwischen bekannt sein. Autoklauen ist doch völlig legal in unserem Geschäft, oder? Francesco, was wäre eigentlich, wenn nur ich hinfahren würde, weil mich kennen sie ja eigentlich noch nicht. Das ist im Prinzip richtig, aber nur, weiß ich nicht, ob du irgendwas Sinnvolles entdecken kannst. Aber du kannst ja zumindest mal hinradeln oder was auch immer du als Fortbewegungsmittel hast. Ich würde sagen, ich habe ein Motorrad. Oder das. Und einen ersten Blick mal drauf werfen, ja, was da überhaupt so in der Gegend los ist. Dafür bist du, glaube ich, schon gut genug ausgebildet. Gut, ja, dann würde ich meinen sexy Lederhelm aufsetzen und meine Lederjacke anziehen und mich auf mein Motorrad schmeißen. Was mit deiner Fliegerbrille? Natürlich, die ist ja fest montiert auf dem sexy Lederhelm. Okay. Gut, also du bretterst mit deinem Motorrad jetzt durch den Nordosten von Chicago. Irgendwelche besonderen Ziele? Ich habe ja hoffentlich vorher von Francesco die Adresse von der Halle, wo das Massaker passiert ist, bekommen, und dort würde ich hinfahren. Und erst bevor ich das tue, würde ich halt mal so eine grobe Runde so einmal um das Gebäude herum irgendwie und schauen, was sich da gerade so tut. Weißt du, das ist ein Himmelfahrtsgewand oder so, oder? Die werden nicht gleich jeden Italiener umbringen, der zufällig durch ihr Viertel fährt. Sag ich mal, da nicht so sicher. Wenn er natürlich auf die Idee kommt, irgendwie weiter vorzugehen und schon mal in die Halle zu gucken, dann könnte es sein. Ja, für irgendwas werden die diese Lagerhalle ja benutzen. Ja. Ich glaube kaum, dass die noch leer steht, oder? Ich weiß nicht. Also vielleicht nochmal zur Info, das war eine Garage, ne? Ja, genau. Mit angeschlossener, ich meine, Autowerkstatt oder irgendwas. Also primär eine Garage. Noch schlimmer. Findest du? Sind denn jetzt die Chance höher, dass da jemand ist? Ja, aber in einer Garage kann man sich doch viel besser aufhalten als in einer Lagerhalle. Meinst du, weil du einen Motorrad parken kannst? Genau, na, weil ich einfach mein Fahrzeug dort stehen lasse. Und wenn ich mich dann ein bisschen umschaue, dann gehe ich gerade vielleicht zu meinem Motorrad oder Auto oder was auch immer. Reden wir von einer Privatgarage oder einem Parkhaus? Also ich glaube, es ist ein öffentliches Parkhaus, oder? Mhm. Das ist was anderes als eine Garage. Mach einfach mal, du kriegst das schon hin. Genau. Muss der Junge eine Chance geben. Wir haben ja noch Leonardo und Daniela. Was machen die anderen derweil? Während Jacopo sich jetzt da oben im Nordosten in der Nähe des Lincoln Parks umschaut. Ich würde dann mal Richtung Hauptquartier fahren wollen. Kommst du mit, Falcone? Das will ich dann machen. Ich muss das Geschäft am Laufen halten. Ich muss die Bücher sichten, gucken, was zur Sache ist. Irgendwas, was fällt aus. Die Bücher kannst du aber alleine sichten. Ne? Außerdem ist Samstagabend. Das ist so die Hauptgeschäftszeit, ne? Naja, ich habe eine Menge nachzuholen. Ich habe ja nicht wirklich. Kann ich ja meiner Bar ablassen. Okay, machen wir so. Also? Ich setze Falcone bei seiner Bar ab und fahre dann zum Hauptquartier. Okay, ihr splittet euch auf. Na gut. Sollten wir das nicht? Vielleicht komme ich doch nicht. Jetzt bist du ausgestiegen. Du hast die Tür noch in der Hand. Ich lasse sie los. Okay. Wenn es am schönsten ist, immer loslassen. Dann würde ich jetzt Gas geben. Na gut, also dann, Jacopo, du fährst einmal um den Block, North Park Avenue, kurfst da einmal rum, ist ja jetzt keine besonders auffällige Straße. Den Eingang zur Parkgarage siehst du auch recht schnell. Ja, dann würde ich mal reinfahren in die Parkgarage und dort irgendwo mein Motorrad abstellen und mich mal umsehen, ob ich irgendwelche Spuren des Massakers noch feststellen kann. Die sind nicht wirklich schwierig festzustellen. Also nein, es sind jetzt nicht mehr noch die Kreidezeichnungen am Boden, aber es sind diverse Kreidezeichnungen an den Wänden. Nämlich an einer recht groben Backsteinwand sind jede Menge Einschusslöcher zu erkennen, die dann auch mit Kreidekreisen umkringelt worden sind. Da ist ordentlich gewütet worden. Ja, dann will ich dort mal hin und mich im Umkreis um diese Einschusslöcher umschauen, ob man irgendwelche merkwürdigen Rückstände am Boden auffallen würden. Pentagramm-ähnliche Zeichnungen oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wonach ich suche, aber ich suche nach etwas. Also dürftest hier und da noch ein paar dunkle Flecken irgendwie finden. Vielleicht sind auch noch Reste von irgendwelchen Zeichnungen am Boden zu erkennen. Aber 2 Monate nach der Tat ist das meiste schon irgendwie abgetragen, abgewaschen, weg. Da wirst du nicht mehr so großartig was finden. Mhm. Es gibt eine separate Tür, die nach außen führt. Wahrscheinlich die, von der Francesco und Falcone von ihren Erzählungen her berichtet haben, dass da der Unbekannte entkommen ist. Ja, okay, dann, weil ich nicht weiß,
was ich sonst tun soll. Versuche ich das mal nachzuvollziehen. Also wenn der geht durch die Tür, schau raus, wo könnte der hingelaufen sein? Was mir ja eh nichts bringt, weil 2 Monate später wird er nicht nur dort sein, wo er hingelaufen ist. Aber dann gib mir mal einen auf Verborgenes erkennen, kann man sehen, wie gut du guckst. Ja. Okay, du bist nicht wirklich gut in Verborgenem erkennen. Es ist ein recht gewöhnlicher, normaler Ausgang nach draußen in den Hinterhof. Und für nichts Spektakuläres, also die Tür stellst du auf, es führt eine Treppe nach oben und bist auch tatsächlich draußen zwischen den Gebäuden. Was dir vielleicht bei der Durchsuchung der Garage noch aufgefallen ist, dass es eigentlich eine ganz normale Garage ist, die jetzt nicht so verrottet oder verkommen ist, dass es da vor Ungeziefer wimmeln würde. Also du meinst wegen der Ratten. Genau, das wäre ein gutes, was ich auf jeden Fall herausfinden kann, ob ich irgendwo an den Wänden Rattenlöcher sehe. Also so Löcher in der Wand, wo Ratten eindringen könnten? Nein, also wie gesagt, das ist eher sauber, nicht so das klassische Rattenloch. Es gibt auch keine extrem dunklen Ecken, wo man das vermuten könnte, Anschlüsse zur Kanalisation oder so. Nein, die Spur ist also doch eher A, kalt und B, nicht ungewöhnlich. Falcone, du bist in deiner Stammflüsterkneipe wieder. Ja. Ein sehr geschäftiges Treiben. Der Laden ist voll, das Geschäft brummt. Freut mich natürlich. Was machst du? Ja, einfach den Abend ein bisschen ausklingen lassen. Keine Ahnung, ich suche mir ein Billard spielen oder so. Danach gehe ich halt runter ins VIP-Lounge. Also nichts Anspruchsvolles. Mhm. Gehst an die Bar, wo der Barmann sehr eifrig ist, dich direkt erkennt, sich zu sich winkt und begrüßt. Falcone, schön, dich auch mal wieder hier zu sehen. Die Geschäfte laufen wohl, oder? Ja, gleichfalls. Ist ja richtig voll, der Laden. Du, sag mal, ich habe so ein paar Anfragen hier gekriegt. Ich könnte ein bisschen besseres Zeug brauchen. Meinst du, ihr könnt da mal sowas besorgen? Dafür bin ich doch da. Einen kleinen Gefallen kann ich einem Kumpel doch tun, oder? Ja, wäre das schön, ne? Ich meine, es sollte sich ja für euch auch lohnen. Kunden zahlen ja hier ordentlich. Und der billige Fusel kommt nicht so gut an hier. Und woran hast du da so gedacht? Ja, so ein bisschen kanadischen Whisky oder so. Steht schon so, ne? Importware. Oh, sehr anspruchsvoll. Ja, ich kann mal gucken, was vielleicht machen lässt, aber versprechen kann ich noch nichts. Ja, schon okay. Aber versteht schon, ne? Wenn ich, ansonsten muss ich es woanders versuchen aufzutreiben. Was willst du denn damit sagen? Ja, ich muss für mein Geschäft sorgen hier. Ja, aber kannst du doch immer zu uns kommen, wenn du Probleme hast. Doch, hat doch kein Problem. Mach ich doch auch. Siehst du doch hier, ne? Und ich bin mir sicher, ihr schafft da schon was ran. Nächstes Mal kommst du direkt. Brauchst nicht warten, bis ich wieder herkomme. Sicher. Gib auch du mir mal eins auf Verborgenes erkennen. Ach du Scheiße. Oha. Mhm. 97 bei 59 geworfen. Ja, das ist wirklich ein sehr billiger Fusel. Ich verliere schon mein Augenlicht. Das ist, na gut, okay. Francesco, du bist in deinem Hauptquartier angekommen. Mhm. Ich guck mir mal an, was Teile hatte im Büro, nehme ich an. Irgendwas. Ja, was man so Büro nennt. Ja, da gucke ich mich mal gründlich um. Also zum einen wirklich die geschäftlichen Sachen, aber vielleicht finde ich ja tatsächlich auch irgendwas, der Gedanke war mir gerade gekommen, was irgendwie mit den Ereignissen zu tun haben könnte. Man, ob er seine Seele an den Teufel verkauft hat oder sowas in der Art. An dich? Nein, unwahrscheinlich. Okay, dann gib mir mal 2 Würfe. Einmal auf Horchen und einmal auf Verborgenes erkennen. Horchen? Na, nee, mach mal. Ja, Horchen und mach mal Buchführung. So, machen wir so. Ist Tyler irgendwo eingesperrt hier? Moment, ich muss meinen Charakter gerade mal finden. Fangen wir mal mit Buchführung an. Einen vorbei, das ist toll. Das wäre so ein klassischer Fall, um Glückspunkte auszugeben, wenn du möchtest, ne? Ich habe Glückspunkte? Du hast 26 geworfen, 25 ist dein Wert und du könntest dein Glück um 1 verringern und dann hättest du das geschafft, genau. Ach so, dann setze ich Glück auf 24 runter. Mhm. Und hättest damit Buchhaltung eine geschafft. 25, ja, genau. Und Dominik, bevor du fragst, also jetzt, um deinen 97er-Wurf auf 59 anzupassen. Ich hatte nichts vorzutragen. Ja, und Listen hat
gut geklappt. Das hat sehr gut gepasst. Okay, Horchen hat gepasst. Die Bücher von Tyler sind ganz ordentlich geführt. War ein bisschen schwierig, sich erstmal mit seiner Sauklaue auseinanderzusetzen. Aber nachdem dir das dann gelungen ist, gewinnst du doch einen ganz guten Einblick auf das Geschäft. Und ja, so ein Lebemann, wie er eigentlich scheint, so penibel ist er dann doch wohl bei der Buchführung, recht akribisch notiert, wo die Einnahmen herkommen, welches Geschäft wie viel abwirft. Du vergräbst dich natürlich da so ein paar Stunden lang da in die Bücher und hörst immer wieder mal aus der eigentlichen Lagerhalle, wie die Leute da rumhantieren, irgendwelche Kisten verladen, welche Leute reinkommen, sich gegenseitig begrüßen. Und gelegentlich sind auch so Wortfetzen mitzukriegen. Unter anderem hörst du so zwei, die sagen, hast du das von Pasta angehört? Der Francesco soll das jetzt machen hier. Ja, habe ich auch gehört. Ausgerechnet Francesco? Ja, ich mache mir da auch schon so meine Gedanken. Was sind da die, die den Boss verloren haben, oder? Ja, genau. Also ich weiß nicht. Die Zahlen der neuen Brauerei sind eigentlich ganz gut, aber du hast so einen Eindruck, da kann man bestimmt mehr rausholen. Sehe ich schon. Ich muss auf jeden Fall mal irgendwie einen Erfolg vorweisen können. Gibt es noch irgendeine kleine, schwache Gang, die man vereinnahmen könnte? Es gibt genügend Gangs in dem Umfeld. Die alte Oma-Gang. Chinesische. Nein, muss schon was von uns sein. Es klopft irgendwann an der Tür. Ja, komm rein. Boss? Ja? Hier ist jemand für dich. Ja, immer rein damit. Ich sehe nur zu, dass irgendwie die Bücher geschlossen sind, wenn derjenige reinkommt. Es kommt ein dir bekannter Mit-40er. Kennst du unter dem Namen Peter Jones? Ist stellvertretender Polizeichef und in Chicago als der Beauftragte für die Einhaltung der Prohibition eingesetzte Beamte. Der taucht da auch in den Büchern auf. Wie viel kriegt der immer so? Oh, genug. Und von dem, was Tyler früher immer mal so erwähnt hat, scheint ein zuverlässiger Mensch zu sein. Okay, dann wird doch mal Zeit, dass der auch was für uns tut, anstatt nur wegzusehen. Peter! Hallo, komm, setz dich. Ja, Francesco, aber sollst den Namen ja nicht zu laut sagen hier, ne? Ach, Peter, Paul und Mary, ist alles aller Weltnamen. Oh, ich glaube, wir haben da ein Problem. Einige Probleme. Welches meinst du speziell? Ja, du, dieser Smith, weiß doch hier, der ist hier platziert worden, um als Sonderermittler. Ah, der Smith, ja. Ja, genau. John. Wie die immer auf diese Namen, also unglaublich. Unauffälliger könnte es fast nicht sein, aber naja, um ehrlich zu sein, in der Zeitung auch schon ein paar Mal gestanden. Er hat verdammt viele gute Erfolge vorzuweisen. Du verstehst, was ich meine. Ja. Nicht gut fürs Geschäft. Überhaupt nicht. Und die Ersten sind auch schon da, die fordern, dass er meinen Stuhl kriegt. Oh, das ist gar nicht gut. Was hat er denn derzeit so im Auge? Welcher Spur ist er gerade? Ja, genau kann ich dir nicht sagen. Er hält das ja ziemlich bedeckt. Aber ich schätze, wenn er noch ein oder zwei Mal irgendwo einen Laden auffliegen lässt, dann kann ich da nicht mehr viel machen hier. Nee, ist klar. Wir retten dir den Job natürlich. Ja. Ja, bist ja quasi einer von uns. Das ist gut, dass du das auch so siehst. Was weißt du über den? Hat der irgendwelche Angewohnheiten? Nee, das ist der Sauermann schlechthin. Na, ich dachte eher so in Richtung immer im gleichen Lokal Mittagessen oder sowas. Ach so, ja, bei uns gegenüber von der Wache, da ist er eigentlich immer anzutreffen. Ist vielleicht ein bisschen nah dran. Weißt du, wo der wohnt? Ja, das kann ich dir besorgen. Okay. Das ist ein Blick in die Personalakte, das kriege ich raus. Das wäre toll. Aber, ja, verhaltet euch da so ein bisschen ruhig. Also, klar, mir wäre es recht, wenn der... Verstehst schon, aber es sollte nicht zu viel Staub aufgewirbelt werden. Nicht, dass da überregionale Ermittlungen angestrebt werden. Also nicht die einfache Lösung. Eine einfache Lösung wäre mir ganz recht, aber ich glaube, es ist nicht die einfachste, die wir werden können. Gut, ich lasse mir was einfallen. Ich schicke dir die Adresse, dann danke schon mal. Steht auf, streckt dir die Hand entgegen. Eine Sache noch, wo du gerade hier bist. Sicher. Was weißt du über die Northside Gang? Die Iren. Ja, soweit waren wir auch schon. Irgendwelche Kontakte, Orte, wo man sie finden kann, Personen, Namen. Ah, da kann ich dir auch ein paar rüberschicken, wenn du möchtest. Ja, gerne, mach das. Wir kümmern uns dann
um dein Problem. Sehr schön, danke. Gerne, immer wieder schön mit dir Geschäfte zu machen. Schick rüber, was du rausfinden kannst. Mhm. Bekommst du. Jacopo. Ja. Wie lange möchtest du da in dem Gebiet dich noch umtun, beziehungsweise was tust du? Also ich habe so das Gefühl, dass hier nicht wirklich was Neues herauszufinden ist und ich schätze mal, dass ich dann nach einer guten Stunde, die ich dort verbringe, wieder zurück zum Hauptquartier fahre. Dann lasse ich dich da gerade noch so ein bisschen durchkurven, während in der Flüsterkneipe bei Falcone auf einmal ein wenig Tumult am Eingang zu vernehmen ist. Okay. Gibt's einen Hinterausgang? Ja, es gibt einen Hinterausgang. Lass mich doch mal erstmal horchen. Du brauchst da eigentlich nicht zu horchen. Also es poltern da auch ein paar Kerle rein. Ein paar, so ein halbes Dutzend, schwingen irgendwelche Knüppel und ja, schlagen erstmal auf alles ein, was da irgendwie in ihre Reichweite kommt. Zertrümmern Tische, die Leute in der Flüsterkneipe geraten in Panik. Ja, Hinterausgang raus. Kein Zweck, wenn die mich hier sehen. Okay, das heißt, du packst deine 2,5 Sachen und machst, dass du davon kommst. Also wenn es möglich ist, würde ich schon mal gerne mal denn außen rum und gucken, aus sicherer Entfernung. Aber mich da jetzt groß einmischen, hat irgendwie nicht große Zwecke, glaube ich. Du weißt, wie das ist, wenn Menschen panikartig versuchen, durch irgendwie eine Hintertür einen Raum zu verlassen. Dann verschaffe ich mir halt Platz. Wie? Ja, ich bin ein stattlicher junger Kerl. Also. Ja, dann. Was willst du haben? Handgemenge? Von mir aus. Ja, also bitte. Okay, ein schwieriger Erfolg. Wäre auch schwierig, bei einer 85 keinen guten Erfolg hinzulegen. Du prügelst dich also dadurch einen Weg frei, quetscht dich durch den Hinterausgang. Die Leute, die vor dir raus sind, rennen auch schon alle Richtungen davon. Weitere Schreie von Männern und Frauen hinter dir. Und dann gibst du dich einmal um das Gebäude herum zum Vordereingang. Ja, dann mache ich denn da einen auf Spaziergänger oder so. Richtest deinen Hut und spazierst da einmal vorbei. Es stehen 2 Autos vor dem Eingang mit laufendem Motor. Blaulicht wahrscheinlich? Kannst Nein. du das damit schon? Nein, kein Blaulicht. Ganz normale Zivilfahrzeuge. Okay. Aber es sind eindeutig Polizisten? Nein. Nicht? Ganz eindeutig nicht als Polizisten erkennbare Menschen. Okay. Ja, erkenne ich irgendwas? Erkennst du irgendwas? Also von drinnen irgendwelche Leute? Musst du irgendwas erkennen, oder? Außer die Autos. Von drinnen aus der Flüsterkneipe. Ja, die sind ja erstmal in die richtige Kneipe gegangen. Genau. Nehme ich an und haben da alles zerschrottet. Ja, genau. Also da liegt auch alles in Scherben. Da siehst du auch niemanden, der noch irgendwie sitzt oder steht, sondern auch alle geflohen. Ist auf der Straße irgendjemand? So, du siehst am Boden liegend den Türsteher für die Flüsterkneipe. Okay, ist der tot oder wird er einfach nur weggeknüppelt? Das kannst du von der Straße aus nicht erkennen. Ist da noch jemand auf der Straße? Bestenfalls fliehende Menschen. Und wie gesagt, die 2 Autos mit laufenden Motoren und da sitzt auch jeweils einer drin am Lenkrad. Macht den Eindruck auf Fluchtfahrzeuge. Nummernschilder gab es damals noch nicht, oder? Doch. Gab es. Mhm. Ja, dann kann ich mir die merken. Gib mir eine auf Intelligenz. Oi. Oh Mann. Bin ich froh, dass ich dich hab werfen lassen. Oh, eine 100 zu werfen, also nein, also das ist so Hektik da gerade und Panik und du wirst immer mal angerempelt von Leuten, die da weglaufen. Du hast auch gerade andere Sachen im Kopf, als hier irgendwie 8 Ziffern zu merken. Okay, dann möchte ich einmal in Entfernung warten, bis die da rauskommen und mir die Leute angucken, die da rauskommen. Gehst also bis zum Ende des Blocks und lehnst dich dann so an die Ecke und beobachtest die Szene. Ja. Muss auch nicht wirklich lange warten. Also irgendwann kommen die auch wieder aus dem Gebäude rausgestürmt, springen in die beiden wartenden Autos und rauschen an dir vorbei. Erkennt man die? Sehen die irgendwie speziell aus? Die hast du noch nie gesehen, ne? Man... Die haben jetzt nicht zufällig alle grün an oder so. Nein. Also kann ich daraus keine Informationen rausschlagen? An der Tatsache, dass sie einfach da an dir vorbeifahren? Nein. An den Gesichtern, an dem, was sie anhaben, wie sie bewaffnet sind. Es waren irgendwelche Schläger. Du kannst gern noch mal in die Flüsterkneipe zurückgehen. Die sind ja jetzt alle raus. Sollte ich vielleicht. Gut. Gehe zurück. Hier ist die Straße entlang, gehst wieder durch das Café rein. Am Boden liegend siehst du den sehr kräftigen, ja, gefühlt 2 Meter Mann mit blutüberströmten Schädel.
Ja, Gott, ich habe keine Ahnung, wo er noch lebt. Okay, das war dein erster Hilfewurf, ja. Das ist so traurig. Ja, genau. Für den kannst du, ist traurig, für den kannst du auch nicht viel ausrichten. Du gehst die Treppe runter. Ich habe auf jeden Fall ein Messer im Anschlag, aber ich gehe schon mal runter, ja. Unten ist alles kurz und klein geschlagen. Es liegen irgendwo zwei Leute irgendwo am Boden. Der Barkeeper, mit dem du vorhin noch gesprochen hast, drückt sich mit dem Stofflappen ein paar Eiswürfel irgendwie an deinen Schädel. Hat ein leicht zugeschwollenes Auge. Falcone, verdammt. Geht's dir gut? Ja, sieht das so aus? Naja, besser als deinem Türsteher da vorne. Was ist mit Henry? Er sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Verdammt, ich soll dir was ausrichten. Gott, jetzt zieht er den Knacken. Ja, was denn? Ich warte. Ihr sollt euch jetzt zurückziehen. Was waren das für Typen? Sie haben sich mir nicht vorgestellt gegenüber. Wir haben gesagt, wenn Porterhaus hier nicht sich verzieht, dann... viel ist vom Laden nicht mehr übrig geblieben hier. Na, super. Hör zu, tauch eine Weile unter. Keine Ahnung. Geh zurück zu deiner Familie für 1-2 Wochen. Ja, morgen kann ich ja sowieso nicht mehr aufmachen. Das wird also noch mindestens 2 Wochen dauern, bis hier wieder der Laden aufgestockt ist, aber... Lass dich hier erstmal nicht mehr blicken. Ich gehe der Sache nach. Okay. Henry! Damit kriecht er auch die Treppe rauf und guckt sich halt den am Boden liegenden Türsteher an. Jacopo, du kommst im Hauptquartier an. Mhm. Irgendein gut gekleideter Mann geht an der Tür vorbei, raus, während du reinkommst. Ich nicke ihm höflich zu und werde mich dann ins Büro zu Francesco begeben. Oder ihn zumindest mal drinnen suchen. Ich weiß nicht, was im Büro ist. Ja, und wenn ich ihn finde, dann werde ich ihm erzählen. Hallo Jacopo. Hallo Francesco. Die Spur im Parkhaus hat leider nichts ergeben. Man sieht zwar noch die Einschusslöcher an den Wänden und ein paar Kreidereste, aber nichts, was uns weitere Hinweise bringen würde. Verdammt. Wir haben gerade noch ein neues Problem bekommen. Und zwar einen neuen Sheriff in der Stadt quasi. Ist das dann FBI, Michael? BOI, ne? Das gab's aber schon nicht. Ja. Immer dasselbe. Also, den müssen wir irgendwie loswerden. Der gefährdet unsere Geschäfte und unsere Freunde. War das der Mann, der mir gerade draußen begegnet ist? Das ist einer unserer Kontakte. Okay. Den verlieren wir vielleicht, wenn das da mit dem neuen Bullen weitergeht. Der hat schon einige Läden ausgenommen. Smith ist sein Name. John Smith. Wir kriegen noch ein paar Infos über den, wo der wohnt, wo der so sich rumtreibt. Aber wir müssen schon mal drüber nachdenken, was wir bei dem anstellen. Die klassische Methode, einfach Vorfahren abschießen, das bringt nichts. Dann kriegen wir noch mehr von der Sorte aus New York oder so. Als ob wir nicht schon genug Probleme hätten. Ja, ich überlege, ihn irgendwas unterzuschieben, ihn zu diskreditieren. Alkohol, eine Frau, eine tote Frau. Das hört sich nach einer guten Idee an. Wo ist eigentlich Falcone? Ja, der hat bei seiner Kneipe abgesetzt. Wieder saufen, okay. Ja, ich könnte an die auch was vertragen. Eigentlich, es ist Samstag, also was sollen wir sonst tun? Wir könnten in die Kneipe gehen. Ja, ich guck mal, was der gute Teile hier für Vorräte hat. Warum gehen wir nicht auch in die Kneipe zu Falcone? Ja, okay. Vielleicht nicht das Schlechteste, schon hier rauszukommen. Genug gelesen für heute. Ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Wir haben ohnehin genug zu tun die nächsten Tage. Ja. Fahren wir mit deinem Auto? Ja, klar. Übrigens, mal bevor wir rausgehen, noch so ein Vertrauen. Wir müssen das Vertrauen der Jungs gewinnen. Die sind sich noch nicht ganz sicher, ob wir die neue, richtige Führungscrew sind. Wir müssen irgendwas bewerkstelligen, was schaffen. Willst du es auf die harte Tour machen oder willst du sie irgendwie mit Geschenken kriegen? Ach, ich glaube, da brauchen wir irgendwas Härteres. Okay. Irgendwie, ja, einen dieser Art von Erfolgen, wie Tyler sie zuletzt hatte. Irgendwie eine Gang, die sich uns anschließt oder irgendein Unternehmen zu gewinnen. Also Revier vergrößern. Andererseits ist der Auftrag für Ruhe in Chicago zu sorgen. Es passt irgendwie alles nicht zusammen. Hört sich wirklich nicht so einfach an. Ja. Okay, lass uns mal hinfahren. Ja. Ich würde den Barmann noch fragen, ob er irgendwas gemerkt hat, Akzent oder so. Oder irgendwas, was, womit sie sich verraten haben könnten? Ich glaube, einer hat ein bisschen italienischen Slang. Italiener. Okay. Nächste Italiener. Wo ist diese Kneipe? Wo sind denn die nächsten feindlichen Italiener?
Haben wir nicht inzwischen alle, also habt ihr nicht inzwischen alle Familien der Stadt unter einem Hut? Nein. Ja, El Capone macht ja schon mal alleine irgendwas. Genau. Okay. Da ist noch sehr stark Individualismus angesagt. Also, wo ist diese Kneipe, wo wir jetzt hinfahren gerade? Vielleicht findet ihr mich ja auf der Straße zum Weg zu euch. Ist im Hafengebiet, im nördlichen Bereich. Mhm. Ecke McGregor, da in der Größenordnung. Kommst du uns schon entgegen, Falcone, oder? Ja, ich würde dann zu euch laufen. Ja, ist ja noch ein Problem. Treffen wir uns ja wahrscheinlich auf der Straße, keine Ahnung. Okay, ich trete auf die Bremse. Hey, Falcone. Wo wollt ihr denn hin? Wollt dich besuchen kommen, wir haben genug für heute und wollen noch mal einen trinken. Tja, was wird nicht. Ich komm aufs Auto zu, schlägt uns rein. Haben sie geschlossen, oder was? Naja, für eine längere Weile. Was ist passiert? Irgendeine andere Gang, wahrscheinlich Italiener, hat den Laden aufgemischt. Alles zusammengeschlagen. Was? Wir sollten da schnellstmöglich einen Aufräumtrupp hinschicken. Nicht, dass die Bullen irgendwas mitkriegen. Ja. Die haben uns in unserem Gebiet angegriffen? Ja. Die wollen uns testen. Die Bastarde werden dafür büßen. Ja, nur wir müssen nur schnell herausfinden, wer das ist. Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass die Bullen nichts mitkriegen. Wir müssen ein paar Männer holen und unseren Putztrupp hinschicken. Okay, Falcone, das machst du. Ich fahr schon mal weiter und guck mir die Sache mal genau an. Da geht's nichts zu gucken. Kurz und klein gehackt. Der Türsteher ist wahrscheinlich draufgegangen. Schadet ja nicht, wenn ich da auch dann wenigstens gesehen werde als neuer Boss. Klassischer Politiker-Ansatz. Mal gesehen werden. Genau. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber bitte. Und sei es nur, um zu checken, ob irgendwo eine Flasche heil geblieben ist. Das sollte jetzt eine geringste Sorge sein. Vielleicht können wir auch gleich hier Leute, die dort waren, fragen, ob sie wissen, wer das war. Oder haben wir irgendwelche Ideen, wie wir herausfinden könnten, wer das war? Hast du dir die Nummernzeichen, die Kennzeichen gemerkt? Es war zu dunkel und zu hektisch. Keine Chance. Ja, klar. Aber die Automodelle konnte ich mir doch merken, oder? Ja, es waren Model Ts, genau. Ne? Ja. So eins zu selten, dass es ein Auto gibt. Ja, machen wir das so, nicht wahr? Also, Francesco und Jacopo gehen zur ruinierten Kneipe. Falcone steigt wieder aus und sucht sich eine andere Fahrgelegenheit zum Lager. Ja, dann trommel ich da ein paar Jungs zusammen. Ist doch gleich hier um die Ecke. Mhm. Hat's ja nicht weit. Ja, was ihr antrefft, ist, wir hatten es ja eben schon mal beschrieben, ne? Also eine kurz und klein geschlagene, ein kurz und klein geschlagenes Café. Die Tür nach hinten runter zur eigentlichen Flüsterkneipe steht offen. Auch da unten liegt alles in Scherben. Alles, was an Glas ist, ist zerbrochen. Die Tische kurz und klein gehauen, die Stühle demoliert, das Klavier umgeschmissen. Also nichts zu trinken übrig. Ist was vom Boden aufwischen. Vielleicht hinter der Bar noch was? Kannst du auf Glück werfen. Ich will das in der Pfütze trinken. Ah, auf mein vermindertes Glück. Das wächst ja nicht nach, oder? Doch, das kann auch nachwachsen, ja. Okay. Nee, nicht wirklich. Da ist, wie gesagt, wenn du einen Putzlappen findest, könntest du was vom Boden aufwischen, aber... Ich würde mich ein bisschen umschauen. Ich denke mir, dass derjenige, der hier für Unruhe gesorgt hat, dass der ja auch ein gewisses Interesse daran hat, dass man weiß, wer er ist. Also vielleicht haben die irgendwer eine Visitenkarte hinterlassen oder irgendein Symbol oder irgendetwas, das darauf schließen lässt, wer das war. Nein. Okay. Es ist auch kein Pentagramm irgendwo an der Wand gemalt. Nein. Ja. Keine offensichtliche Nachricht irgendwo hinterlegt worden. Okay. Aber wir sind ja ein bisschen an der Grenze unseres Gebietes. Mhm. Mehr oder weniger. Yep. Was haben wir denn hier für Nachbarn? Da wird ja nicht einer vom anderen Ende der Stadt kommen und hier sein neues Revier aufmachen wollen. Das ist eine Erweiterung aus bestehendem Gebiet. Denke ich mal. Mhm. Guter Ansatz, ja. Ja, das Hafengebiet wird von einer anderen Gang kontrolliert, die sogenannten Port Gulls. Dann gibt es natürlich ein bisschen weiter noch nach Norden die Iren. Okay, das ist also erstmal unsere Verdächtigung Nummer 1, die Bande. Beweise brauchen wir ja nicht. Na, wir haben doch sicher, ich meine, nachdem wir ein Gangster-Netzwerk haben, haben wir doch sicher irgendwelche Leute, die in der Umgebung herumschnüffeln, die irgendwie Dinge aufschnappen, Leute, die wir befragen können bei solchen Dingen. Also wenn du einfach wissen willst, was in anderen Gangs vorgeht oder so, dann müssen wir doch irgendwelche Informanten haben, oder? Francesco? Bestimmt, Meister, oder?
Na, ich weiß nicht. Gibt es da irgendwie eine neutrale Kneipe, wo sich die Banden immer treffen? Hm, nicht wirklich. Aber irgendwelche Informanten. Aber Informanten habt ihr bestimmt. Ja. Allein schon, das ist ja hier das Gebiet, wenn ich das richtig sehe, von unserer Neuerwerbung, von den Griechen, oder? Von den Griechen, ja. Ja. Vielleicht wissen die was, vielleicht hatten die früher schon Schwierigkeiten mit wie den Portgals von da oben. Das, ja, genau. Vermute mal, dass wenn Falcone gleich zurückkommt, er hat und Patachon, Dick und Doof, wie hießen die doch gleich? Leonardo und Luigi? Genau. Nee. Luigi ist Pastagan. Achso, verdammt. Leonardo und Daniele. Daniele, genau. Die würden das, denke ich, wissen, wenn Falcone die mitbringen sollte zum Aufräumen. Müssen wir überhaupt so viel aufräumen? Zwinker, Zwinker, Falcone. Falcone ist nicht mehr da. Der ist ja schon unterwegs so lange. Ja, genau, aber er wird sich seine beiden Lieblingsschläger doch wohl mitbringen. Aber okay, warten wir es einfach ab, wen er so bringt. Aber wir wollten hier Beweise vernichten, in erster Linie, aber so viel haben wir hier gar nicht. Na, vielleicht gibt es hier ein Büro. Na, ja, vor allem den Alkohol irgendwie verstecken, oder? Beziehungsweise ja, wegschaffen. Das machen die Jungs dann gleich. Aber vielleicht gibt es tatsächlich ein Büro und wenn er dann irgendwie schreibt irgendwie sowas wie... Ich würde sagen, mach du das Büro und ich bin schon eher jemand, der fest zupacken kann und also ich würde mich da ein bisschen drum kümmern, dass da die Sachen weggeräumt werden. Ich fange da einfach schon mal an, also ja, die Trümmer weg und die zerbrochenen Flaschen irgendwie. Du meinst in dem Kellerraum hinter der Bar, da wo dann ja noch so ein paar Kisten mit Alkoholika dann normalerweise zu erwarten wären. Aber wie wir eben schon festgestellt haben, alles kurz und klein gehauen, auch da steht nichts mehr. Sonst hätte Falcone ja seinen Schnaps noch irgendwie gekriegt. Ja, wir müssen uns vielleicht noch eine Alternative suchen, wenn wir hier fertig sind. Ich würde die Bücher halt checken, wenn es hier irgendwas gibt. Nicht, dass da irgendwo wir mit drinstehen, mit der Summe, die sie zu zahlen haben. Oder? Ja, du kannst oben in die Geschäftsräume von dem Café halt gehen. Mhm. Da gibt es dann auch ein entsprechendes Hinterzimmer mit, ja, wo ein paar Akten also rumliegen. Okay, das blätter ich mal kurz durch, oberflächlich, um zu sehen, ob da das einfach nur das Café betrifft oder auch weitere Geschäfte. Es sind auffällig viele Kuchenbestellungen dabei. Ja, ich pack das Zeug mal ein. Und Falcone? Bin ich schon angekommen. Ja, hast irgendeine Fahrgelegenheit gefunden, bist angekommen. Haben wir schon einen speziellen Aufräumtrupp? Die Cleaner. Kannst du die individuell zusammenstellen? Es sind ja ein paar Mann auch im Hauptquartier da. Ja, dann komme ich rein und pfeife einmal laut. Sag, ich habe Arbeit, Jungs. Möchtest du deine persönlichen Tiergefährten haben? Nö, das sind ja nur Schläger. Das sollen die Kleinen machen. Wie viel Mann brauchst du? Ja, so 5-6. 5-6 kriegst du irgendwie zusammen, ja. Was ist los, Boss? Ja, wir müssen ein bisschen aufräumen. Da war wohl ein Elefant im Porzellanladen, wenn ihr versteht. Holt euch ein paar Eimer, ein paar Säcke und nehmt den Transporter mit. Okay, klar. Damit rennen sie auch schon los, sammeln alle möglichen Sachen ein, nach draußen in den Hof. Wo soll's hingehen? Ja, ich steig mit und sag ihnen, wie sie fahren sollen. Und dann unterwegs weise ich sie ein, was sie wegzuräumen haben, was auf jeden Fall vernichtet gehört. Und wenn noch Zeit ist, sollen sie irgendwie eine falsche Fährte legen. Mhm. Aber erstmal muss der Alkohol weg. Alle Reste wegwischen, alle Flaschen vernichten. Okay, gut, ihr fahrt also dann auch dahin. Jacopo steht da schon ein bisschen ungeduldig und macht dann da klar Schiff. Sammelt also alles ein, was irgendwie verdächtig sein könnte. Es taucht dann auch irgendwann mal ein Polizist auf. Na, ich würde dann, also wenn der Polizist auftaucht, würde ich nach Francesco rufen. Francesco, da ist jemand draußen. Ich glaube, du solltest runterkommen oder rauskommen. Hm, ich komme dann runter. Das sieht übel aus. Ja, eine Schande ist das. War so ein schönes Café. Hm. Haben Sie die Polizei nicht angerufen? Oh, ich bin nicht der Besitzer. Der Besitzer ist, glaube ich, was ist mit den beiden eigentlich? Krankenhaus, oder? Fragst du mich? Ja, genau, weil wir sind da durch die Kneipe gestapft und haben die beiden nicht mehr gesehen. Genau, oder? Ihr habt sie nicht mehr angetroffen. Dann ja, weißt du es auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Ich glaube, die wollten ins Krankenhaus, sind ziemlich übel zugerichtet worden. Mhm. Aber als Stammgast hier fühlt man sich natürlich ein bisschen verpflichtet zu helfen. Als Stammgast, ja. Ja, die haben hier wirklich guten Kuchen. Was haben die hier? Kuchen. Kuchen, ah ja. Unter anderem. Um diese Uhrzeit? Nein, natürlich nicht um diese Uhrzeit. Das ist ja etwas ungewöhnlich. Aber wenn die Nacht länger wird, kriegt man hier auch einen guten Kaffee und hält etwas länger durch. Ah, Kaffee. Schwarz. Verstehe, verstehe. Ja, scheint wohl eine ganze Weile nicht mehr hier zu geben, Kaffee. Wenn ich das so sehe und da lugt er halt so durch die zerbrochenen Scheiben mal rein. Ja, ich sag ja, eine Schande ist das. So feine Leute hier. Gute Nachbarschaft eigentlich.
Das ist ja keiner, der auf unser Gehaltsliste steht, die ich persönlich kenne, nicht wahr? Das hättest du erwähnt. Hätte ich das? Naja, er schwingt seinen Schlagstock und marschiert des Weges. Na dann, schöne Nacht noch. Tippt dabei an seinen Hut und geht. Wiedersehen, Sir. Ja, vielen Dank, dass Sie hier aufpassen. Der wusste offenbar Bescheid. Das heißt, die Polizei ist mit im Boot. Ich weiß nicht, wie das hier in der Ecke ist. Die haben wir noch nicht so lange unter unserem Obhut. Da kenne ich noch nicht jeden. Ach so, verbringt eine gute Stunde, die rübsten Auffälligkeiten zu beseitigen. Mhm. Und macht euch dann wieder vom Acker. Wohin? Naja, wo gibt's denn noch was um die Zeit? Ich würde sagen, in einer Kneipe in unser Stammgebiet oder in euer Stammgebiet. Ja, ich gehe nach Hause. Muss morgen früh aufstehen. Ja, ich gebe dir kurz die Zusammenfassung von dem Gespräch mit unserem Lieblingspolizisten, dass wir da den einen neuen Typen loswerden müssen. Frau, Alkohol, Drogen, Jungen. Wie siehst du aus, Jacobo? Ist denn Chancen steigern? Ich verstehe die Frage nicht. Na, du bist doch ein gut aussehender junger Bursche, oder? Hat doch dicke Muckis. Genau, also da, ich würde sagen, das Gesicht ist nicht das Hübscheste, aber die Muskeln wissen zu beeindrucken. Ja. Okay, na, wir müssen noch warten, bis wir ein paar mehr Erfahrungen über diesen John Smith, Informationen über den John Smith haben. Dann können wir sehen, womit man ihn vielleicht dran kriegt. Und dieser John Smith ist ein Agent des BOI, oder was? Irgend sowas. Wobei, wenn Peter die Personalakte hat, dann ist das nicht unbedingt dieses Büro auf Dings da, ja. Wir warten es einfach ab. Wir können auch schon mal ein paar Ideen sammeln. Denkt auch einfach mal drüber nach. Wäre auch gut für unser Standing. Die Jungs sind noch ein bisschen misstrauisch mit ihrer neuen Führung. Wir sollten auf jeden Fall für das, was hier heute Nacht passiert ist, möglichst bald Vergeltung üben. Ja, denke auch. Einfach mal was bei den Portgirls aufmischen. Dafür bräuchten wir Leonardo und Daniele. Lassen wir den Abend gut sein und reden morgen in der Früh. Ja. Also, ihr brecht insofern auf. Falcone ist ja sowieso schon weg. Francesco Jacopo, was macht ihr? Fahrt ihr nochmal zurück ins Hauptquartier oder sucht ihr doch noch eine andere Kneipe, in der ihr euch den Samstagabend ausklingen lasst? Na, ich muss auf jeden Fall im Endeffekt zum also zur Lagerhalle, weil dort mein Motorrad noch steht. Ich muss ja dann irgendwie noch heim. Aber ja, gegen irgendwas Alkoholisches davor hätte ich natürlich nichts einzuwenden. Ja, ich auch nicht. Samstagabend und nüchtern, das ist mir dann lange nicht passiert. Wir suchen uns was, wir kennen uns ja aus in unserem Gebiet. Verläuft einigermaßen unauffällig und kriegst deinen gewünschten Alkoholpegel hin. Wir springen dann einfach auf den Sonntag, also den Tag drauf. Die könnten wir doch überspringen, oder? Nein, Falcone muss doch sein Date ausspielen. Das ist der große Höhepunkt des heutigen Abends. Was ist mit dir? Okay. Der Falcone, gehst du hin oder kneifst du? Natürlich muss ich. Nochmal kann ich sie nicht versetzen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, was ich mit ihr mache. Also da gibt's die Bienchen und die Blümchen. Apropos Blümchen. Ja, erstmal muss ich zum Blumenladen. Gehst du zum Muschnick Flower Shop oder suchst du einen anderen? Ja, da habe ich der Blumen bestellt. Ja, musst du wohl dahin, ja. Dann muss ich da wohl hin. Na gut, okay, du gehst zum Muschnick Flower Shop. Ja, ich habe natürlich mein bestes Hemd angezogen. Da ist ja auch Sonntag. Meine Freunde in der Kirche. Das ist die spannende Frage, ob die auf den natürlich, die haben auf. An so einem Sonntagmorgen haben die auch völlig genau was vorbestellt. Dementsprechend ist dann da auch die Wasserstoffblonde. Die Gegend, in der die Mrs. Ashbury wohnt, ist aber nicht mehr von den Portgirls, oder? Sondern das ist schon irgendeine andere, weil es schon sehr viel weiter nördlich. Das werden wir sehen. Ich denke nur laut für dich. Ich begrüße die junge Frau. Hallo, Sir. Schönen Sonntag. Einen wunderschönen guten Sonntag. Ich hatte einen Blumenstrauß bestellt. Ja, natürlich, Sir. Den ist auch fertig. Einen Augenblick, Sir. Natürlich. Damit rennt sie dann nach hinten und murmelt etwas von, ich hatte ja keine genauen Angaben darüber, was und für wen es ist, Sir. Ich habe dann einfach mal, Moment, Und dann kommt sie mit so einem riesen Blumenstrauß daher. Ich hoffe, der ist so recht, Sir. Ich habe mir Mühe gegeben für alle Eventualitäten. Sehen Sie, hier sind einige sehr schöne Rosen mit dabei. Und wuchtet das Ding dann einmal so quer über den Tresen. Ja, der sieht ja ganz hübsch aus. Aber meinen Sie nicht, das ist etwas zu viel? Also zu viel, Sir? Ich hatte jetzt nicht vor, auf eine Beerdigung zu gehen oder so. Oh, ja. Könnten Sie da vielleicht irgendwie ein bisschen
dezenter. Dezenter? Naja, so vielleicht etwas weniger. Weniger. Also nicht so üppig. Nicht so üppig. Ja, natürlich, Sir. Ein Augenblick, Sir. Schwingt das riesen Blumenbouquet dann nochmal nach hinten. Am Ende gehe ich mit einer Rose raus. Hörst, wie sie also rumwerkelt, und nach 5 bis 10 Minuten kommt sie wieder und hat dann ein etwas deutlich kleineres Bouquet gemacht. Ist es so recht, Sir? Ist jetzt bestensfalls ein Viertel von dem, was es vorher mal war. Aber es ist viel mehr angemessen, dann nehme ich an. Ja, das sieht doch viel besser aus. Entschuldigung wegen der Umstände. Keine Ursachen, Sir. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Sir. Ich gebe Ihnen noch $2 extra für die Mühe. Oh, danke, Sir. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich Ihnen noch. Ebenso. Ja, und dann gehe ich zum Treffpunkt, wo auch immer der war. Tja, du wolltest hier nach der Kirche abholen. Ja, dann muss ich wohl erstmal in die Kirche. Francesco und Jacopo, wie verbringt ihr den Sonntagmorgen? Im Bett. Es war ja gestern etwas später. Mhm. Ja, ich würde auch nicht sehr, sehr früh morgens aufstehen und dann vielleicht irgendwie nochmal zum Boxtraining oder so am Vormittag. Zum Boxtraining. Ja. Ja, ich habe schon Kopfschmerzen. Ich muss ja fit bleiben. Ich habe vielleicht einen Kampf in einem Monat, ne? Ja, aber nicht mehr in Voice. Achso, dort, New York, ja, vielleicht. Aber solltest du auch dein Schießtraining nicht vernachlässigen. Mein Schießtraining? Ich glaube, ich bin nicht wirklich gut im Schießen. Deswegen sollst du dein Training nicht vernachlässigen. Ja, mittags raffe ich mich dann irgendwann auf, mache mich halbwegs zurecht und fahre dann zum Hauptquartier. Dort würde ich nach dem Boxtraining auch hinkommen, also am frühen Nachmittag. Francesco, als du im Hauptquartier eintrudelst, hörst du noch so Fragmente von und ist danach einfach irgendwo ein Trinken gegangen. Unmöglich, das. Und die Umfragewerte sinken. Nee, ich platze einfach rein und sage, ist doch das Beste, was man tun kann, wenn es in der Kneipe nichts mehr gibt. Heute werden wir allerdings dann eine kleine Ausfahrt machen. Ich hoffe, ihr habt eure Waffen alle gut geputzt und geladen. Wohin, Francesco? Ja, worin? Na, in den Hafen, die Portgals besuchen. Glaubst doch nicht, dass wir uns das bieten lassen können, oder? Sicher nicht. Meine ich doch. Da müssen wir jetzt Härte zeigen. Klar, aber sollen wir die anderen auch noch rufen? Wir sind ja nicht viele hier. Wie viel sind wir denn gerade? Wer ist alles da? Ja, Luigi, Toni und Daniele und ich halt. 4. Das ist wirklich ein bisschen wenig. Wir hatten auf jeden Fall noch Falcone und Jacobo und ja, ein paar Jungs noch. Holt mal noch Toni, Olga, Tommy, Mario. Genau. Isabel steht vor der Kirche. Hat sie mich schon entdeckt? mit dem winzig kleinen Blumenstrauß. Den verstecken sie hinter meinem Rücken. Ach so, ja, okay. Die Größe hat er, ja, das geht. Also hat sie mich schon entdeckt oder nicht? Ja, sie sieht dich da ankommen. Ja, dann winke ich und nähere mich mit dem Strauß hinterm Rücken. Sie eilt wie der Wind auf dich zu. Falcone! Wirft sich dir um den Hals. So, oh, Isabella. Falcone! Ich hab dir was mitgebracht. Ich stecke den Strauß, okay. Oh, sind die für mich? Ja, selbstverständlich. Danke. Ich hoffe, du magst sie. Ich wusste nicht. Sie sind wunderschön. Das freut mich. Sie hakt sich bei dir unter. Und was machen wir jetzt? Ich habe da dieses nette Café gesehen in der Stadt. Was hältst du davon? Ja, lass uns da hingehen. Ja, dann nehme ich sie mit ins Café. Ich gehöre ganz dir. Oh, Gottes Willen. So flaniert ihr also bei schönem frühlingshaften Wetter durch die Straßen hin zu dem Café. Zu welchem Café? Zu dem Franzosen oder zu... Ich stelle sie vor die Wahl. Ja? Möchtest du lieber zum Franzosen oder zum Normalen? Ich habe gehört, der Franzose soll ganz besondere Croissants haben. Oh, Französisch klingt schon gut. Gottes Willen. Machen wir doch nicht schlimmer. Ja, dann gehen wir halt dahin. Okay, ihr geht dann in das französische Café, das ja berühmt-berüchtigt ist für... Ich weiß nicht, was ich mit dir tun soll. Francesco, welchen Namen hast du noch drauf? Alfredo? Alfonso? Lies auch vom Ende der Liste noch was vor, damit es nicht nur A sind. Luca Toni? Giuseppe? Der weiß auch noch, genau. Pedro oder so? Pedro, ach nee, der ist alt. Okay. Von dem habe ich auch noch Schlechtes gehört.
Gut, ihr trommelt also eine ordentliche Mannschaft zusammen. Der Einzige, der nicht dabei ist, ist Falcone. Und Pedro. Und Pedro, genau. Alle Versuche, Falcone aufzutreiben, kommen mit, keine Ahnung, wo das steckt. Ja, ich habe so eine Ahnung. Hat ja immer was von seinem Date gesagt. Was wissen wir denn über die Portcullis? Das Gebiet von denen müssen wir etwa wissen, oder? Ja, die kontrollieren den Hafen. Ja, welchen Hafen? Das ist das der von dem Fluss da? Es gibt da im nördlichen Bereich von eurem Gebiet ein sehr großes Hafengebiet. Okay, wir werden nochmal ein bisschen umhören bei den Jungs, was die eine Ahnung haben, wo irgendwie ein guter Angriffspunkt ist. Wisst ihr, wer es angegriffen hat? Nee, das ist einfach hier weg kaputt machen. Ja, die sind schon schuldig. Ja, das sind unsere Nachbarn. Natürlich sind sie schuldig. Die Frage ist nur, wo man bei denen irgendwas kaputt machen kann. In den Steg kaputt kloppen. Ja, aber willst du wirklich angreifen, ohne zu wissen, dass es war? Ja, er ist doch jetzt der Boss. Dann löst du das Problem nicht und schlimmstenfalls schaffst du dir noch ein zweites. Ich sage, die Umfragewerte sinken. Du bist gar nicht da. Ob deine Umfragewerte sinken, kannst du mit einer Probe auf Charme mal ausprobieren. Alles klar. Der Blumenschuss war schon ziemlich charmant. Ja, dafür kriegst du dann mindestens einen Bonuswürfel. Von daher kritischer Erfolg. Glückspunkte gebe ich aus. So, du hast deinen Bonuswürfel bekommen. Genau. Hättest du den großen genommen, dann hättest du sogar zwei Bonuswürfel gekriegt, aber... Ja, ich brauche nur einen. Genau. Kritischer Erfolg reicht. Ja, Francesco, wie viele Mann nimmst du mit? Ja, ich weiß nicht, wie groß unser Gang ist. Eine RN minus Pedro. Also 12 oder so. 3 Wagen. Das dreckige Dutzend. Genau. Also basierend auf dem Wurf von Falcone braucht er mit dem heute nicht mehr zu rechnen. Okay. Man wird doch ein bisschen was über seine Nachbarn wissen, wo man die antreffen kann, oder? Sonst müssen wir einfach ein paar Läden zerschießen, die da vermutlich was bezahlen. Alter, du startest den ganzen Krieg in Chicago. Ja, wir sollen hier halt für Ruhe sorgen und ich fahre den Kamera jetzt voll gegen die Wand. Ich hätte ja gesagt, das wird ein bisschen sandboxig, okay. Ja. Der Krieg von Chicago. Das könnte länger dauern. Oder es wird sehr die schnell gehen. Die vorhandene Story verschiebt sich um 20 Runden. Also, was wisst ihr über die Portcullis? Wie gesagt, die kontrollieren den Hafen, das Hauptquartier. Ja, gut, ihr werdet auf alle Fälle irgendeine Art Adresse haben, eine Anlaufstelle, wo man sie antreffen könnte. Aber es ist natürlich schon im Interesse einer jeden Gang, die empfindlichsten Stellen dann doch irgendwie bedeckt zu halten. Ja, deshalb hatten wir nach der Geschichte mit den Iren auch gleich einen Laster bei uns im Hauptquartier. Also andere wussten, wo sie uns finden. Ja, ja, also ja, klar, als ein Kontaktpunkt gibt es halt immer. Ne? Insofern, das Hauptquartier kann man da durchaus finden. Das wisst ihr auch vielleicht, wo es ist. Das wisst ihr, wo es ist. Nicht vielleicht, das wisst ihr, wo es ist. Gut. Und da machen wir jetzt ein Drive-By mit Tommy Guns, oder? Ja, vielleicht halten wir auch kurz an, um das etwas länger wirken zu lassen. So einen schönen alten Drive-By hatten wir noch gar nicht. Also, wer dafür? Ja, du machst Drive-By bei Isabel. Dann Drive-In. Ja. Wusste nicht, ob du so weit kommst. Also wird doch gleich geheiratet, okay. Muss ich doch. Stimmt eigentlich, ja. Ich bin schon in diesem Fettnäpfchen. Darum komme ich nicht mehr raus. Es sei denn, wir deponieren Isabel bei dem John Smith. Ui. Na, so weit soll das dann doch nicht gehen, oder? Diese eine nette... Hey, wir brauchen keine nette Mädchen. Ja, stimmt, wir sind ja... Wir sind die Bösen. Wir sind die Bösen. Was? Du vielleicht, ich doch nicht. Du nicht, du hast einen Charmewurf von 1. Ja. Nee, dann haben wir einen guten Aufhänger für die nächste Mal. Dann machen wir heute ein bisschen kürzer. Du bereitest das ordentlich vor? Ich bereite ordentlich was vor, genau. Damit ihr dann auch euer Gemetzelter kriegt. Ja, dann können wir ja jetzt das restliche Date ausspielen. Das heißt, wir setzen in 2 Wochen fort. Und zwar, ihr kommt mit einem Dutzend Leuten am Hauptquartier an. Da werden wir dann ein Drive-By ein bisschen ausspielen. Falcone verbringt den restlichen Sonntag bei schönem Wetter mit Isabel. Es wird ein bisschen länger, es wird ein bisschen später. Oh Mann. Der hat sich jetzt da so irgendwie geparkt. Mal gucken, was wir denn damit dann machen. Na gut. Ach gut, überlebt wenigstens einer. Genau, also das Abenteuer geht auf jeden Fall weiter. Ich wollte schon sagen, 2 Wochen spiele ich dann alleine. Ab dann in One-on-One und dann passt das schon. Ja, dann gründe ich schon mal meine eigene Gang. Du gründest deine eigene Gang? Ja, okay. Richtig. Es dauert aber noch so 16 Jahre, bis die dann... Okay. Die kleinen Sprüche. So, ich kann nicht warten.
Okay, in dem Sinne, lass es für heute gut sein. Und dann bis in 2 Wochen. Ja. Ciao, danke dir. In 2 Wochen. Danke fürs Spielleiten. Ciao. Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Ist die Betonung auf dem O oder auf dem M? Thomas oder Tomasch? Das ist eine Frage. Also ich sag Tomasch. Okay. Ab sofort Jacopo. Richtig. Wobei ich immer Jacopo sage. Oh Gott, können wir jetzt mal kurz anfangen? Da habe ich schon was im Haus. Oder möchte jemand Falkon sagen? Okay. Gut, zurück zum Wesentlichen. Danke, dass die ersten Worte, die ihr heute loslegt, direkt schon für die Outtakes sind. Konzentration bitte jetzt. Und mich auf mein Motorrad schmeißen. Was mit deiner Fliegerbrille? Natürlich, die ist ja fest montiert auf dem sexy Lederhelm. Okay. Ja, mit dem Rad, ich glaube, das wäre zu weit. Das wäre es gewesen, dass sie sagen, zieh es an und setz dich aufs Rad. Aufs Dreirad. Es gibt da im nördlichen Bereich von eurem Gebiet ein sehr großes Hafengebiet. Okay. Wie groß ist sehr groß? Guck auf die Karte. Ein bisschen größer als groß. Ja, aber was ist der Hafen? Alles, was an alles, wo Kai ist und Schiffe sind. Ja, und wo siehst du das Schiffe? Da ist dieser Fluss, der Chicago River. Alles, was am Chicago River liegt, ist Hafen. Oder nur alles, was am Lake Michigan liegt. Inwiefern hilft dir das weiter zu wissen, wie exakt groß es ist? Na, ich bin halt neugierig. Wollen ja wissen, was wir jetzt dazu gewinnen werden. Ach so. Ja, das da oben ist auf jeden Fall Hafen, das da. Gut, also, das dreckige Dutzend macht sich auf den Weg in Richtung des Hafengeländes. Da ist irgendwo auch ein bekannter Schuppen. Tja, wenn wir das jetzt ordentlich machen wollen, dann könnte ich natürlich wieder mal, müsste ich ja was zeichnen, ne? Ich habe Zeit, ich kann dir was malen. Du kannst das auch improvisieren, der Abend ist fast vorbei. Kriege ich wieder die Beschwerden von wegen hier, Es wird einfach alles mit Blei gefüllt, ist. Das ist zu einfach, Nein, wenn, dann mach ein richtiges, ordentliches. Ne, komm, ich helfe dir mit Malen, kein Problem. Und wir müssen auch dann an das zahlende Publikum denken hinter den Schirmen, ja? Also ja, wir müssen schon noch eine Show abliefern. Was genau haben wir, April? Dann ist es April's Fools Massaker. Na, ich glaube, wir machen das tatsächlich vielleicht dann. Ne, dann haben wir einen guten Aufhänger für die nächste Mal. Dies war eine Jägers.net-Produktion aus dem Jahre 2017.